Ja, und einer, der damals vor knapp 18 Jahren dabei war, ist Erzbischof Ludwig Schick. Ich grüße Sie ganz herzlich heute Abend. Und an Sie die Frage, wenn wir jetzt mal zurückschauen, die 18 Jahre, das Pontifikat und der Ruhestand. Wer war Papst Benedikt XVI.? Ja, ich habe ihn erlebt als einen hochgebildeten Menschen, der die kirchliche Tradition kannte, aber auch die säkulare Tradition kannte. Er war sehr sensibel, er war sehr hilfsbereit, er war ein wirklich menschlicher Mensch mit allem, was so zum Menschen dazugehört. So habe ich ihn immer erlebt. Ich habe ihn erlebt als Student, ich habe ihn erlebt als Professor, ich habe ihn erlebt als Erzbischof von München und Freising, als Kardinal, als Papst und im Ruhestand. Eine lange Geschichte. Ich schätze ihn sehr, achte ihn sehr und wünsche ihm jetzt die ewige Ruhe und das ewige Leben bei Gott. Ja, wann haben Sie ihn zuletzt sehen können? Zuletzt war ich bei ihm jetzt am 16. November diesen Jahres. Und ich bin hingegangen noch einmal, um mich zu verabschieden. Es war auch ein wirklich zu Herzen gehender Abschied, ich denke, für uns beide. Aus dem Land der Dichter und Denker Deutschland kam ein Denker nach Rom und wurde dann tatsächlich Papst. Haben viele nicht für möglich gehalten. Aber die Sicht auf diesen Papst, der jetzt gestorben ist, ist in Deutschland, möchte man meinen, ein bisschen anders als im Rest der Welt, oder? Ja, aber ich habe den Eindruck, im Augenblick ist in Deutschland seine Anerkennung gestiegen. Und das freut mich sehr. In der Welt, ich bin ja für die Weltkirche lange zuständig gewesen, in der Deutschen Bischofskonferenz, hat er immer eine größere Anerkennung gehabt als in Deutschland. Aber wir sagen, der Prophet gilt im eigenen Heimatland nichts. Das war auch ein wenig für Papst Benedikt so. Aber er ist mehr verkannt worden in Deutschland als anerkannt worden. Und ich habe im Augenblick den Eindruck und die Hoffnung, dass die Anerkennung doch wieder steigt. Was wären denn die Gründe für das Verkennen? Er war für viele zu theologisch, er war für viele etwas abgehoben. Aber wenn man mit ihm persönlich ins Gespräch kam, war er das alles gar nicht. Aber für die Leute war er einfach zu fern, nicht so nah wie Johannes Paul II. Und auch wie Johannes Paul I., das hatte er so nicht. Er war ein Professor, er war ein Intellektueller. Und das hat ihm manche Zugangswege zu den Menschen auch etwas verschlossen. Wenn er im Geschichtsbuch, und das wird er stehen, steht, mit was oder mit welchem Hauptpunkt wird er da vielleicht in ein paar Jahren oder ein paar hundert Jahren erkennbar sein? Ich glaube, er wird erkennbar sein als ein wirklicher Theologenpapst, als ein Papst, der auch das Zweite Vatikanische Konzil nochmal verstetigt hat, es auch nochmal mehr eingepflanzt hat. Wie bei jedem Menschen gibt es auch Kritikpunkte. Das gehört auch zu Benedikt. Ich habe ihn wirklich gut gekannt. Und er ist nie einem Unschuldswahn verfallen. Er wusste, dass er ein Mensch ist und dass Menschen fehlbar sind und er auch. Und das hat ihn mir auch sehr sympathisch gemacht. Menschen, die immer alles wissen, die immer alles gut machen, da muss man aufpassen. Die sich auch mal entschuldigen können. Wird er auch als der Papst in die Geschichte eingehen, der es ja wieder, sagen wir, salonfähig gemacht hat, zurücktreten zu können? Das war ein sehr großer Schritt von ihm und er hat sich das sehr gut überlegt, im Gebet, im Nachdenken. Und er war der Überzeugung, es ist besser, dass die Kirche jetzt von einem anderen geführt wird, weil meine Kräfte nachlassen. Und das ist auch wirklich eine Größe, menschliche Größe, dass einer sagen kann, es ist besser, dass ein anderer es jetzt macht, um der Kirche willen. Ja. Und wenn wir jetzt mal Kardinal Schönborn aus Wien reinholen ins Gespräch, der sagt, bitte nicht zurücktreten, Franziskus. Sagen Sie das auch? Ich habe mich mit dem Rücktritt auch schwer getan, weil ich auch in der Vorstellung groß geworden bin, auch als Theologe und als Kirchenrechtler. Ein Papst bleibt bis zum Ende. Und ich habe auch Johannes Paul II. Sehr geschätzt und er hat bis zum Ende alles durchgehalten. Aber ich kann Benedikt verstehen. Und zwar nicht, weil er es gemacht hat, wegen sich,
ich bin zu schwach, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Sondern er hat es um der Kirche willen gemacht und hat gesagt, es ist jetzt gut, dass ein anderer drankommt. Und das schätze ich und das wird auch in der Geschichte bleiben. Aber es ist immer ein bisschen schwierig, zwei Päpste zu haben, oder? Das ist schwierig, aber zwischen den beiden ist es ja auch gut gegangen. Und man muss auch eine solche neue Situation erleben und sich einleben. Ich meine, es wäre ganz gut gelungen. Man kann immer noch etwas verbessern, aber es wird, denke ich, auch in Zukunft immer noch mal zwei Päpste geben. Und es hat ja in der Geschichte immer auch mal mehrere Päpste noch gegeben. Da war es nicht gut, aber jetzt war es gut. Was sind die Signale, die Sie für die Zukunft jetzt so erwarten aus Rom? Wir haben ja in Deutschland nun auch unsere eigenen hausgemachten Probleme und da hat ja der amtierende Papst auch nicht so die glücklichste Hand gerade. Was würden Sie sich wünschen aus Rom? Ich würde mir wünschen aus Rom auch Klarheit, klarere Entscheidungen. Das wünsche ich mir sehr. Und natürlich tut sich Papst Franziskus auch in manchem schwer. Er möchte es halt vielen gerecht machen. Es ist auch jesuitischer Art, alles offen zu lassen und immer in der Hoffnung, dass die anderen das Richtige finden. Aber wenn man die Kirche leitet, muss man auch wirklich Klarheit schaffen und klare Dinge geben. Ob das in der Liturgie ist oder auch bei Personalentscheidungen, da wünsche ich mir ein wenig mehr Klarheit. Schönes Wort, schönes Schlusswort. Dankeschön, Erzbischof Schick. Bitteschön.